Okay, kann weitergehen. Was würde ich sagen? Auf nach dahin, ne? Warte, ich komm kurz, können wir mit Fahrrad dahin fahren, weil wir da hoch. Na, ne, wir Ja, müssen können übers wir. komplette. Ist mir egal, ich fahr trotzdem mit Fahrrad. So weit wie wir kommen, mindestens. Was ist eigentlich mit den anderen Fahrrädern? Guck mal auf die Map da oben. Ja, die verschwinden irgendwie nicht. Voll beschissen. Was denn? Oh. Tschüss, Hundi. Fahr schneller, fahr schneller, fahr schnell, 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 los! Alter, jetzt los! Nein, wir haben jetzt keine Lust auf den Kampf. Lasst uns in Ruhe. Aua, 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 ja, schießt mir noch mal ins Genick. War so ein Slalom, dann treffen die sich nicht. Ich wäre fast einen Baum gefahren, Alter. Ich hab's gesehen. Ah, die ballern sich da selber in die Luft. Ist eine Farm. Da ist ein großer. Auf einen großen habe ich jetzt echt keine Lust. LOL, 42! Komm, 43! Oh nein, schade nicht. Alter, wie 40 km/h, Digga! Wie schnell tritt der denn in die Pedale? Okay, hier geht's bergauf, jetzt sind wir ein bisschen langsamer. Ah, oh, ey, sieht immer noch hinter uns. Nein, oder? Nee. Doch, die haben mich gerade nochmal abgeballert. Aber jetzt nicht mehr. Oh, komm, 1, 2, 43! Komm, schaffst du! Ja, 43 km/h! Oh, ich wurde fast gesehen. Ja, komm, hier ist ein See. Fuck, wir müssen am See herum. Aber mal kurz, lass mich mal. Wir müssen hier links rum einfach. Okay. Da hinten ist noch so ein riesiger Roboter, ne? So ein Vierbeiner. Krebs. Ja, ich sehe ihn. Wir müssen uns irgendwie an dem vorbeischleichen. Okay, der hat mich gesehen. Ciao. Ich gehe da andere Seite rum, ne? Wow! Da stehen ja noch welche. Oh Gott! Kannst du schnell ein Funkgerät aufstellen? Lass mich hier durch! Lass mich hier durch! Oh Gott, ich komme, ey. Alter! Junge! Nein, jetzt hat die mich entdeckt! Run, Forest, run! Run! 100 EP bekommen, warum auch immer. Ich hab's geschafft, glaube ich. Ich bin am großen vorbei sogar. Wie das denn? Einfach vorbeigegangen. Das ist ja mathematisch unmöglich, ey. Will nicht. Ich sehe einfach zu schön aus, als hätte ich gesagt, okay, ich lasse ihn in Ruhe. Ihr könnt ihn ruhig anballern, ne? Also da habe ich nichts dagegen. Komm, wann bin ich aus dem scheiß Kampf geflohen? Ich gehe andere Seite rum, ne? Oh, ich hab's geschafft, ich bin aus dem Kampf raus. Alter. Ich gehe andere Seite rum. Da ist ein Camp. Also wenn wir gleich bei Bunker sind, wollen wir erst vielleicht jetzt den Unterschlupf freischalten. Ja, ganz klar. Warte, dann markiere ich kurz den Unterschlupf. Okay, ich bin aus Kampf geflohen. Alter. Es ist doch nicht wahr. Heftige Scheiße. Wir werden alle bald zurückkommen und dann werden wir sie alle killen. Naja, weil wir dann noch nützlich Leben haben. Haben wir zwar auch, aber wir müssen erstmal diese scheiß Unterschlupf holen. Wir werden bald zurückkommen, Alter. Das ist ja richtig. Und dann werden wir die zerdeppern. Oben stehen wir. Dann werden wir Helden haben. Oh, da sind ein paar Johnnies. Direkt vor mir. Dann werden wir Helden haben. Und die haben mich gesehen. Klar sehen die mich. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich irgendwie 5000 Meter von denen entfernt bin. Nein. Also, ich bin den anderen Weg rumgegangen. Da war es ein bisschen ruhiger. Ich darf jetzt nicht sterben. So kurz vorm Ziel. Hier ist eine riesige Wand aus Stein. Ja. Kann ich da hochkraxeln? Ja, ich kann da hochkraxeln, ganz leicht. Ja. Hier ist Philipp. Alter.
Die stehst du nur mit Rauchgranaten auf mich. Okay, wir sind gleich beim Unterschlupf. Also hier schon mal der Bunker. Ich komme gleich da, ich bin gleich da. Ist ein bisschen schwierig, die Wand hier hoch zu kraxeln, aber ich hab's geschafft. Ich hoffe nur, dass da unten beim Unterschlupf nicht welche sind. Natürlich sind da welche. Hier sind ein paar von diesen Teilen wieder. Der Bunker ist links neben mir, merke ich gerade. Ich bin aus dem Kampf. Hier ist eine Relay-Antenne. Oh ne. Ich hole mir erstmal den Unterschlupf, bevor ich irgendwas anderes mache. Alter. Sorry, aber ich muss das in die Luft sprengen. Wenn du gleich stirbst, ne? Hol dir auch lieber erstmal den Unterschlupf. Würde ich dir echt raten. Scheiße. Vor und aus dieser riesige Stadt. Ja, wir können ja übelst viel looten. Ich hab die Relays-Antenne. Oh Gott, ich muss rennen. Ich muss gleich auch rennen, damit ich den Unterschied freischalte, weil ich glaube nicht, dass der unbewacht ist. Ja. Ich bringe ein paar Freunde mit, okay? Oh, nö. Ich schieße mich mit Gas ab. Ja. Yeah. Die Hunde, auch? Ne? Meine ich. Ja, das sind ja wahrscheinlich die Roten. Oh, ne. Oh, ne. Das war eine Orange, ne? Gottes Willen, Alter, die treffen ja noch nicht mal. Es wird so gerade so im Superheldenfilm. Ich lauf, die schießen die ganze Zeit um mir vorbei. Ich bin 300 Meter von ihnen weit entfernt. Ist da unten irgendwas? Warte, oh, hier sind irgendwo Gegner. Ich weiß aber nicht wo. Ich versuche sie gerade aufzuspüren. Ach, da vorne ist eine Spinne. Wow. Sehr krass. Oh, hier ist der Unterschlupf. Oh mein Gott. Oh, und da stehen ein paar Johnnies drumherum. Da stehen ein paar Johnnies drumherum. Hier ist ein Hintereingang, hier ist ein Hintereingang. Du heilige Scheiße! Oh Gott, es will Hilfe! Komm. Ich bin gerade den Berg runtergefallen. Kein Unterschlupf? Ist da ein Unterschlupf? Nee, warte mal. Warum ist hier keiner? Nee, warten ist jetzt ganz schlecht, Philipp. Hier muss aber einer sein. Der geht ins Haus rein oder sowas. Bin ich ja. Oder so, ach, da drinne. Ja, und da, komm. Ich bin 100 Meter von dir entfernt, ist nicht weit. Ja, ich bin auch drin, warum habe ich den ausgestellt? Hä, ich bin in dem Teil. Hier ist eine Kiste. Warum schalte ich die Unterschlupf nicht frei? Also hier ist auf jeden Fall eine Kiste, das heißt, es ist ein Unterschlupf. Wir müssen die wahrscheinlich erst alle killen. Hochexplosive Mehrzweckgeschosse. Hast du den freigeschalten? Oh, Alter, vier Sterne Fernrohr. Ja, hast du freigeschaltet? Nein, wir müssen die Gegend erst säubern. Ach komm, man kann mich trotzdem verarschen. Scheiße, keine Money. Ich mach die Tür. Lassen wir Tür zu. Da müssen wir die Gegend jetzt säubern. Ich habe einen großen Schuss. Ich habe gerade drei Hunde getötet. Ist hier irgendwo ein Johnny? Gott, ah, hier ist das Fahrrad. Zum Glück habe ich eine Adrenalinspritze. Oh Gott, also hier ist auf jeden Fall Fahrrad. Zum Glück habe ich eine Adrenalin. Hinter uns irgendwo. Ja, ja. Heftige Scheiße, was war das denn? Aber wieso schalten wir den Unterschlupf nicht frei? Keine Ahnung. Digga, gerade sind Autos um mich herum explodiert und ich bin gerade tot gewesen. Okay, jetzt bitte mal den Bödenunterschlupf freischalten. Das ist eine Industrieanlage. Ah, perfekt, die braucht Timer. Keine Ahnung. Bin ich jetzt eigentlich gerade ein Level aufgestiegen?
Nö. Kann ich ja mal gucken. Fertigkeiten, jo, ich bin ein Stufe höher. Jetzt kann ich auch Schlösser knacken. Danach will ich mehr Bergen machen, weil dann kriege ich mehr Munition. Ich habe sehr wenig immer. Ja, mache ich auch, habe ich auch schon. So, Alter, kann ich jetzt bitte mal hier? Wer ist das? Wer ist Sergei? Okay. Sergei. Soll ich den mal kicken? Nee, lass ihn mal. Der ist Level 1. Ich spring mal ein bisschen ins Wasser. So, einmal abgekühlt. Ah! Ja, jetzt sind wir erfrischt. Können wir jetzt bitte mal diesen blöden Unterschlupf freischalten? Weiß nicht, vielleicht ist ja kein Unterschlupf. Doch. Doch, sonst wäre hier kein Fahrrad und Kiste. Das stimmt. Also, wenn ich auf die Karte gucke, ist hier ein Industriewerk. Wenn ich da drauf gehe, dann gibt es hier nur Punkt verfolgen oder Punkt anders. Ja, aber das ergibt doch keinen Sinn. Weil der Typ von vorhin, der hatte hier auch irgendwie Unterschlupf. Ich kann ja schon mal den Bunker markieren. Hier muss doch einer sein. Lass uns mal zu denen gehen, oder? Nimm mal ein paar Waffen mit. Guck mal hinter dir. Wie kann ich dir den geben? Okay, ich glaube, der ist weiter als wir. Guck mal hinter dir. Oh Gott. Alter, hätte ich jetzt geschossen, ne? Ich habe keine Adrenalinspritze mehr. Ich auch nicht. Der ist direkt beim Großen, ne? Der Nidia. Ja. Was wollen wir mit dem machen? Lass ihn einfach drin. Er macht ja nichts. Bist du sicher? Tötet er uns? Nein. Oh, hier ist eine Munitionskiste. Alles klar, der Beifahrer von dem Kappe ist eine Munitionskiste. Und wer ist APA 11? Nee, oh. APA 15. Genau, dann komm mit. Auf zum Bunker. Wer ist APA 15? Verstehst du? Hm. Ich möchte aber die hier nicht drin haben. Oder? Ja, die machen doch nichts. Sie behindern uns ja nicht. Du bist ja eh der Teamleader. Das heißt, die müssen die Mission machen, die du gerade machst. Das stimmt. Die können keine andere anfangen. Und wenn, geht sie von selber raus. Lass mal kurz gucken, ist hier irgendwas? Hier, wir sind eine Eisregion, ne? Ja. Also, ganz komisch. Obwohl hier auf der Karte... Oh, jetzt habe ich aus Versehen zwei Multipacks genommen. Obwohl auf der Karte alles clean ist. Stimmt, ich sollte mich auch mal heilen. Ich sollte mal meine Waffe hier wechseln. Ah, okay, so. Jetzt habe ich mehr Munition. Das ist auf jeden Fall gleich beim Bunker. Okay, bis wir auch erst den Bunker freischalten, dann erst können wir, was aber keinen Sinn ergibt. Okay. Ah, doch, die Blumen klicken noch ein, ich dachte schon. Dieses Feature ist weg. Nein. Da ist gleich eine Nebenmission. Ich sehe hier keine einzige Mission gerade. Doch, neben deiner 2. Bei mir ist kein... Achso, ein bisschen weiter vorne. Lass uns... Oder? Die ist ja, ne, die ist direkt daneben. Okay, der eine ist 1,75 Kilometer und Surge ist 2,83 Kilometer weit entfernt. Ah, da ist der Bunker. Ja, guck mal, ob du reinkommst mit dem Zugangscode. Oder wir müssen wieder... Zugangscode, weil der Zugangscode war nur für die Tür dahin. Oder es kann sein, dass wir wieder ein paar Hundis töten müssen. Ah, die Bunkertür leuchtet. Guck mal, eine Bunkermaden. Genau, ich probier die Bunker. Hab eine. Die lebt noch. Alter, was lebst du hier noch, hä? Drohne? Ja, Drohne. Rechts hinter uns.
Hab ich irgendwas gehört? Kommt doch mal was, was so schön ist. Als wenn die Drohne nichts in sich hat. Ja, das haben die meistens. Make the door open. Alter, hohe Turnschuhe. Geil. Oh, die Tür geht auf. Das war doch der Zugangscode. Echt? Komm rein. Ich hab die Tür aufgemacht. Oh, jetzt ist dunkel. Komm so raus und kommst du hier durch die Ecke rein. Ich kann noch. Und ein paar Gegner. So, eins erledigt. Guten Tag. Kommen Sie mit. Ich habe noch zwei Munition, also zwei Kaliber. Wo noch? Hier, ich loote die gerade. Also, ich wette wieder mit dir, dass wir da hinten ist. Ja, das ist wieder Gas, oder? Ja. Ja, dass unten wieder Gas ist, ja. Oh, hier ist eine Kiste. Kann ich das aufmachen? Hier ist nichts drin. Wir müssen irgendwie runter und ja, hier geht's lang. Onion got a field radio to us. Nee. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Da ist der Button. Caps, sorry. Oh Gott! Anyone got a field radio to us? Nein. Hey, warte, ist der nicht gerade hochgefahren? Hä? Warte mal. Jetzt ist Licht an. Was? Warte. No, sorry. Oh, Munitionskiste. Funkgerät. Und so ein Notsignalfackel, das ist gut. Wir haben Licht. Haben wir den Bauernhof, genau. Ah, guck mal, der ist zum Luftwaffenstützpunkt gereist. Also, wir müssen erstmal wieder den Hauptbereich finden, der wahrscheinlich oben ist. Oder? Ja, doch. Ja, doch, komm, wir müssen nach oben. Warte, ich kann mal nachgucken, ob ich ein Radio habe, aber ich glaube, ich habe nie keins. Ich guck mal, ob ich eins hab. Doch, ich habe eins! War schön, dass du aber. Ah, du hast jetzt ein Funkgerät aufgestellt, okay. Ich tue schon mal das Ding hier auf, mal. Wow. Oh, moin. Warum ist hier eine Drohne drin? Was willst du denn jetzt? Oh, die Drohne führt mich genau dahin, wo ich hin will. Das ist ja lieb. Danke für deine Dienste, Drohne. In Combat? Oh, lol. Nö, ich bin nicht da. Lass mich in Ruhe. Okay, der ist gerade im Kampf. Ja, ist ja gut. Polizist habe ich freigeschaltet. Neue Gesamtkartei. Ja, wir haben neuen Aufenthaltsort, endlich. Oh, Recyclingstation. Ah, ab 15 Star. Vi blir beskjutna. Vårt alarmsystem funkar inte och inte radion heller. Vi behöver ha stans nu för helvete. Vi har miljontals liter farliga ämnen här ute och vinden ligger mot väst. En förlupen kula och Österrike kan bara ett jävla giftmål. Fattar ni? Det här är Emil Sandberg och här är SR4 Nyheter den 8 november. In dem Buch habe ich die freigeschalten jetzt. Ah, oh, moin. Hier ist einer. Ja, wo bist du? Ja, das ist Sürge. Polisen ja. Är förtegen om vad som har hänt. Men ja, du musst hier durch die Grün. Hallo. Hittar dir. Det är ännu oklart i vilken utsträckning om någon dessa dödsfall är sammanlänkade.
Ett av offren påträffades i bostadsområdet Lillå i Östervik och SR4:s reporter talade med en av grannarna som varit i kontakt med polisen, Fredrik Blom. Det är fruktansvärt. Och du vet, jag varnade dem. Jag såg den här flygande metallsaken ovanför hennes hus. Alltså, varför spricht jag immer noch? Visst, jag sa till polisen, men de trodde inte på mig. Det var sant alltihop, alltså. Morbror Kalle hade rätt. Det var de som gjorde det. De jävla utomjordingarna. Du und ich tanzen. Warte, habe ich ein Radio? Ja, aber ich habe eine kleine EMP-Zelle. So. Dann machen wir gleich als nächstes die nächste Mission da oben. Ich hole mal ganz kurz mein Radio raus.